Yo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist El Jeffe und ich bin der Moderator dieses Kanals. Ich begrüße euch zu einem neuen Pokémon-Video. Was wird es diesmal geben? Wieder ein schönes Opening. Was für ein Opening wird es geben? Wir öffnen die wahrscheinlich geilste Milchtüte, seit die Menschen denken können. Und zwar die Mary Box. Das Design erinnert stark an eine alte Milchtüte, aber diese Box wird mega gehypt. Ich bin gespannt, was drin ist. Wir werden es sofort erfahren. Ich würde sagen, switch die Kamera und öffnen. Bevor es losgeht, schnell noch eine Erinnerung. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, so verpasst ihr zukünftig keines meiner Videos. Lasst gerne ein Like da. Und jetzt würde ich sagen, schnapp sie dir alle. So, die gehypteste Milchtüte der Welt. Die Mary Box. Premium Turnier Collection Mary. Ich bin mal sehr gespannt, ob noch weitere Turnier-Collections rauskommen werden, außer jetzt die Mary. Wissen tue ich es gerade nicht. Ja, zuerst einmal, die Box hat ein sehr schönes, außergewöhnliches Design. Mary ist ja sowieso sehr beliebt. Ja, ich war lange am Überlegen, ob ich sie sealed lasse, aber ich dachte mir, ich bin so neugierig, was drin ist. Also werden wir sie öffnen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum guckst du dir dann nicht einfach Videos von anderen YouTubern an, um herauszufinden, was drin ist? Ja, könnte ich machen, aber ich bin selber neugierig und möchte es selber öffnen, um zu sehen. Dann steht hier natürlich auch, was drin ist. Ich will es doch einfach trotzdem öffnen. Also, let's go. Vorsichtig öffnen, hat nicht geklappt, Pech gehabt. Dann rippen wir das Ganze doch einfach komplett auf. So, dann haben wir es geöffnet. Zuerst einmal hier haben wir die sehr schöne Mary Full Art Promokarte. Im Japanischen gab es die Karte auch, aber halt nicht als Promo, sondern man konnte sie aus dem Booster ziehen. Die Karte ist sehr viel wert. Hier haben wir nur die ganz normale und im Hintergrund sind auch noch mal Karten von Mary. Das werden wir auch gleich öffnen und uns anschauen. Zuerst widmen wir uns aber weiter der Tüte. Dann haben wir in dieser Milchbox noch ein paar andere Dinge. So, die ist leer. Wir haben einen Riesencoin von Mary. Sehr schön. Auch schön groß, sieht man an meiner Hand. Sehr, sehr geil. Gefällt mir das Design. Dann haben wir hier zwei stinknormale Schadensmarken, die in jeder ETB sind. Und Würfel, die in jeder ETB sind. Diesmal in Pink. Auch nicht wirklich besonders. Das finde ich schön. Hüllen von Mary. Sehr nice. Auch die Qualität dürfte dieselbe sein wie von ETBs. Öffnen wir einfach mal eine. Und ja, hier habe ich zum Vergleich eine Hülle der Sachiam Box. Ja, es ist halt ein bisschen anderes Material, aber an sich ist es gleich. Und auch das Artwork auf der Hülle ist sehr, sehr schön mit dem Morpeko. Gut. Dann haben wir hier eine Deckbox, auch von Mary. Hier einmal im Stadion mit Morpeko. Dann hier das Smiley Peaks Gesicht. Dass das Morpeko versucht nachzumachen. Im Hintergrund halt der Fernseher von dem Turnier. Hier nochmal
Mary in groß. Sehr schön. Öffnen wir das und siehe da, es sind Booster drin. Was haben wir denn Feines an Boostern? Schwert und Schild, Schwert und Schild, schaurige Herrschaft, schaurige Herrschaft, schaurige Herrschaft, flammende Finsternis und Farbenschock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Booster. Stimmt das? Ja, 7 Booster des Pokémon-Sammelkartenspiels haben wir hier. Diese werden wir jetzt gleich öffnen. Ach, Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft irgendwie. Und dann öffnen wir jetzt zuallererst einmal vorsichtig die Promokarten. Normalerweise lasse ich Promokarten ja erst einmal sealed, weil ich diese meistens graden lasse, aber für das Video jetzt hier, weil dahinter auch noch weitere Promokarten sind, werde ich es öffnen und hier habe ich einen Code für euch. In 3, 2, 1, gönnt euch. So, dann drehen wir das Ganze mal wieder um. Wir haben hier die Mary Full Art Karte, die ich eben bereits gezeigt hatte. Die Karte ist echt richtig schön. Und hier sieht man auch den Full Art Effekt. Sehr, sehr geil. Auch habe ich Glück gehabt und eine sehr schöne Karte gezogen. Von oben nach unten. Das Centering ist halt ein bisschen mies, aber ansonsten, na, hier oben sieht man, glaube ich, ein bisschen Whitening Stellen. Aber ansonsten ist die Karte. Ja. Ah, hier unten hat man auch ein bisschen Whitening. Rechts, aber halt nur, wenn das Licht reflektiert. Aber ansonsten, ja, nee, auch wenn das Licht nicht reflektiert, schade. Aber ich finde, die Karte ist sehr, sehr nice. Und kann man so mitnehmen, würde ich sagen. Ist eine sehr schöne Karte von Mary. Erstmal schön sichern. So. Sehr geil, die Karte. So, und dann gehen wir mal weiter. Und dann haben wir noch drei Mal Mary Promo mit dem Autogramm von Mary. Diese Karte finde ich auch sehr schön. Das ist halt das Artwork, was auf der Milchpackung drauf ist. Mit Autogramm haben wir dreimal. Sehr nice. Die tüte ich auch gleich ein. Aber vorerst legen wir sie mal auf Seite. So, dann würde ich sagen, kommen wir nun zu den Booster Packs. Entschuldigung. Ja, und dann fangen wir mit Schwert und Schild einfach mal an jetzt und arbeiten uns von oben nach unten durch. So, dann habe ich hier direkt wieder einen Code für euch. Heute ist Gönntag. Schwert und Schild. 3, 2, 1, let's go. Gönnt euch. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4. Und los geht's. Wir haben die Unlichtenergie, den Tausch, Energiezugewinn, Entschuldigung, Phonifraß, Rhyhorn, Micro, Krabi, Chimpep, Pampoli, Alpollo in Reverse und Tortunator Rare Karte. Das erste Booster hatte schon mal keinen Hit. Legen wir mit dem zweiten los. Und auch hier habt ihr wieder einen Code, Schwert und Schild. In 3, 2, 1, gönnt euch. So, 1, 2, 3, 4. Let's go. Wir haben die Pflanzenenergie. Chimsticks, Pokémon-Fänger, Plekleon, Memeon,
Sensekt, Poupons, Volley, WhatsApp, Picochilla Reverse Holo und Somnivora. Ebenfalls Rare Non-Holo. Kein Hit. Die ersten zwei Packets, sehr traurig, kein Hit. Nun kommen wir zum dritten, das ist Schaurige Herrschaft, Galactus V, Artwork. Ja, hin und wieder klappen Booster beim Anfang nicht so, aber dann machen wir einfach so. Und dann geht das Ding hoch, ob. Kein Problem. Dann wir ganz um. Und hier Schaurige Herrschaft. Code für euch: 3, 2, 1. Gönnt euch. 1, 2, 3, 4. Psychoenergie. Sophora. Einladende Laterne. Ledian. Trasla. Stolunio. Primova. Formeo Schneeform. Kloptopus. Baldorfisch, fokussierter Angriff Reverse und Wolverock Holo, fokussierter Angriff. Ein kleiner Hit in diesem Booster. Dann haben wir hier Schaurige Herrschaft. Das Artwork mit Koronospa und Schimmelreiter müsste es sein. Oder ja, Shadow Rider heißt er, glaube ich, auf Englisch. Und auch hier kriegt ihr von mir den Code. Schaurige Herrschaft. 3, 2, 1. Gönnt euch. So. 1, 2, 3, 4. Bisher hat die Mary Box leider keinen großen Hit gegönnt. Bisher halt nur die Promokarte. Die vier Stück, die sehen super aus. Okay, dann würde ich sagen, hoffen wir mal, dass da wenigstens noch ein schöner Hit drin ist. Wir haben die Feuerenergie, Fobaila, Uralter Friedhof, Flavia, Sesokids, Lapras, Flauschling, Wuffels, Voltilam, Lapras Reverse und Kecleon Rare-Karte. Und wieder nix. Und jetzt haben wir noch drei Booster übrig. Dann gehen wir jetzt zum Ice Rider. Schaurige Herrschaft Artwork. Ja, ich hoffe echt, dass da jetzt hier noch ein Hit wenigstens drin ist. Und zwar das Ganze ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Hier ist wieder der Code für euch. 3, 2, 1. Gönnt euch. 1, 2, 3, 4. Wir haben die Kampfenergie, Camillo, Nebelkristall, Kyllia, Golbit, Krabox, Seemops, Toxipet, Koiwaf, fließender Angriff, Himmelsrolle, Reverse Holo und Vipitis Rare Karte. So, das war wieder nix. Dann kommen wir zu dem flammenden Finsternis Booster. Rip mir dieses. Und auch hier kriegt ihr von mir den Code. In 3, 2, 1, gönnt euch. 1, 2, 3, 4. So. Okay, wir haben die Metallenergie. Kranowitz. Vibrava. Dedene. Wir haben Dicta. Pummelo. Bautz. Petsniv. Ja, da bin ich gerade. Stolunio, Rauchschwaden Reverse Holo und Lectragon Rare Karte. Wow, wow, wow. Ja, das letzte Booster und bisher hat die Box einfach gar nichts gegönnt. Farbenschock kann noch retten, wenn noch was zu retten ist. Dann jetzt oder nie. Und der Code von Farbenschock für euch in 3, 2, 1, gönnt euch.
1, 2, 3, 4. Und wir haben wieder eine Unlichtenergie. Beulenhelm, Zwirklop, Tentantel, Waumboll, Watzap, Plaudergei, Glumanda, Fifien, wir haben Wuffels in Reverse und Wolvorok. Also einmal komplett Niete. Die kompletten Booster, nothing. Sehr, sehr traurig, muss ich echt sagen. Sehr, sehr traurig. Das Einzige, was uns aus dieser Mary Box bleibt, sind dreimal diese schöne Promokarte. Entschuldigung, gegen Stativ gekommen. Dreimal diese schöne Promokarte mit dem Autogramm und die Mary Full Art. Gut, das wäre dazu. Ansonsten haben wir, wie gesagt, die schönen Hüllen, die Münze, Standard, was in jeder ETB ist, und eine Deckbox für die Karten. Jetzt switchen wir die Kamera zurück und dann kommt das Fazit dieser Box. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Fazit der Mary Box. Ich hätte sie besser zulassen sollen. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. 7 Booster, nicht ein einziger Hit. Klar, es ist random. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Trotzdem wäre es sehr schön gewesen, hier im Opening euch das Ganze zu zeigen, was halt in der Mary Box drin ist. Und wenn wir dann noch einen geilen Hit gezogen hätten, wäre das einfach perfekt gewesen. Leer ausgegangen sind wir natürlich trotzdem nicht, weil, wie gesagt, wir haben dreimal die kleinen Holos mit dem Mary-Autogramm und wir haben natürlich die Mary-Full-Art-Karte, meiner Meinung nach eine richtig geile Karte. Ich werde sie höchstwahrscheinlich auch graden lassen, weil es ist halt ein besonderes Stück. Ja, mein Fazit dazu ist, wenn ihr an diese Box kommt, würde ich sie meiner Meinung nach würde ich euch empfehlen, diese zuzulassen, denn ich gehe davon aus, dass sie im Wert noch um einiges steigern wird. Sie ist jetzt gerade UVP 50 Euro und ist mittlerweile schon auf 60 gestiegen. Der Hype vom Pokémon geht zwar gerade Richtung Talfahrt, aber ich gehe davon aus, dass im Oktober nochmal eine Steigerung kommen wird. Zwar nicht so wie im Januar, Februar, März, April, aber es wird noch einmal einen Berg nach oben gehen. Dann wird erstmal Schluss sein, würde ich sagen. Aber danach wird es nochmal irgendwann wieder hochsteigen. Und wer hat dann nicht gerne ein paar schöne Sealed-Produkte bei sich zu Hause, um ein bisschen Wert Anlage zu haben. Also ich persönlich würde sie Ihnen empfehlen, wenn ihr an die Box kommt, wenn ihr sie im Laden seht, kauft sie euch, lasst sie zu. Denn nur um diese eine Karte zu kriegen, würde ich es nicht öffnen wollen, nochmal, dann würde ich mir lieber die Karte einzeln kaufen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. So verpasst ihr keines meiner Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao.